alle. Heute zeige ich euch mal aus der linken Werkzeugleiste das Knopfloch-Symbol. Ich habe jetzt hier eine Strickjacke, werde dieses Teil aktivieren, werde alle anderen Teile ausschalten und dieses Teil in den Mittelpunkt stellen. Ich habe die Möglichkeit, gleichmäßig in der ganzen Linie Knopflöcher zu verteilen oder auch nur halb. Normalerweise würde man jetzt in diesem gestrickten so kein Knopfloch hier reinmachen, sondern man würde ja noch eine Blende erstellen. Dann ist dieselbe Funktionsweise, wie ich sie jetzt hier mache. Ich habe jetzt nur einfach keine Zeit und keine Lust, eine Blende zu erstellen. Deswegen mache ich das jetzt hier auf dieser Linie. Als allererstes setze ich mal einen Punkt und zwar hier in die Mitte. So. Oder Richtung, ich mache hier diesen Bereich. Da setze ich mir jetzt einen Punkt hin. Jetzt habe ich diesen Punkt gleich leicht verschoben. Dafür richte ich ihn aus. Ich werde dieses Ganze markieren. Gehe jetzt hier auf Punkte ausrichten, da das eine vertikale Linie ist. Er mir vorschlägt die 8. Ich möchte nach der 8. Und es ist ausgerichtet. Jetzt kann ich hier auf diese Knopflochleiste gehen. So. Und jetzt sage ich entweder von da nach da oder von hier nach da. Und ich will hier zwischen. Das klicke ich an. Jetzt habe ich die Chance, ihm zu sagen, wie viele Knopflöcher ich möchte. Und ich entscheide mich für 3. Und sage okay. Damit habe ich hier 3 gleichmäßige Knopflöcher. Möchte ich, dass mir jetzt im interaktiven Stricken diese angesagt werden, dann brauche ich denen praktisch nur eine Markierung geben. So. Nun möchte ich aber hier oben auch noch Knopflöcher. Das heißt, ich gehe jetzt wieder hier rein. Jetzt gehe ich zwischen diesen beiden Punkten, klicke rein und nun möchte ich nur 2 Knopflöcher. Dadurch habe ich jetzt hier ein... Nee, es ist doch der gleiche. Dann mache ich das doch mal anders. Und zwar gebe ich jetzt mal ein, dann gebe ich ganz viele ein. Ich sage jetzt, hier möchte ich mal 5 Knopflöcher. Ich mache das, um euch zu zeigen, wie unterschiedlich auch die Abstände werden. Ihr seht, ihr könnt also innerhalb eines Gestricktens große Abstände und kleine machen. Die Markierung hat er jetzt auch übernommen. Und ich werde das Ganze jetzt mal abspeichern. Jacke mit Knopflöchern habe ich das Ganze genannt und wir gehen mal ins interaktive Stricken. Die Technik ist jetzt schon egal. Die mache ich doch mal eben wieder anders und zwar da doch mal eben auf die Technik. Ja, die nehme ich mal 100. So. Oder sonst jede Reihe geht. Jetzt schiebe ich mal diesen hier nach oben. Machen wir den Lautsprecher an. Und jetzt sagt er mir noch 2 rein. Und jetzt müsste er sich melden. Ach ja, muss ich ihn natürlich aber auch anmachen, dass er sich melden kann. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher das nochmal war. So, da sind wir drunter. Setmarker. Also da müsste er normalerweise einen Ton sagen. Ich muss mal eben gucken, weiß jetzt nicht genau mehr, welcher das war. Da, ah ja. Also das wäre für den Mega. Das heißt, diese Funktion ist das. Ich gehe nochmal zurück. Ja, da setzt er den Marker. Also nicht dieses einzelne, sondern dieses ist die Alarmfunktion. Und so könnt ihr dann praktisch gewarnt werden, aha, jetzt kommt das Knopfloch dran. Und ihr könnt es eben halt einstellen, wie ihr wollt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Das war's für heute.